Das Anhäufeln der Kartoffeln dient nicht nur dazu, die Knollen vor der Sonne zu schützen, sondern es soll auch den Ertrag erhöhen. Wenn die Triebe etwa 20 cm aus der Erde schauen, wird es Zeit, seine Kartoffeln anzuhäufeln. Das ist keine Kunst und geht ganz einfach. Zuerst beseitige ich die zwischen den Reihen wachsenden Unkräuter. Da die Kartoffel ein Starkzehrer ist, möchte sie ungerne die Nährstoffe aus dem Boden mit anderen Pflanzen teilen. Jetzt wird auch klar, weshalb man den Reihenabstand zwischen Kartoffeln etwas weiter setzen sollte. Man zieht nämlich die Erde zwischen den Reihen zur Kartoffelpflanze hin und bedeckt so ihren Stiel bis zur Hälfte. Diese Prozedur sollte man nach 3 bis 4 Wochen wiederholen. Die Theorie ist, dass an den Stängeln neue Wurzeln gebildet werden und somit zusätzliche Knollen wachsen können. Auf jeden Fall sollte man darauf achten, dass keine Kartoffel frei liegt. Wenn die Knollen dem Licht ausgesetzt sind, würden sie grün werden und das leicht giftige Solanin bilden. Die Kartoffel wäre dann ungenießbar. Zwischendurch schaue ich immer mal wieder, ob ich solche Kartoffeln entdecke, um sie dann schnell mit Erde wieder abzudecken. Und das war's auch schon zum Thema Kartoffelanhäufeln.